In Deutsch hatte ich immer eine 4. Habe nie verstanden, wie das mit dem Analysieren und Interpretieren funktioniert. Doch als Musiker war ich ja nun selbst ein Interpret. Willkommen bei 3 Minutes of Fame. Mein Name ist Mimi Lotus und hier ist euer Gastgeber, der hinreißende Karl Vitalis. So Leute, konzentriert euch jetzt mal. Ihr wisst, worum es geht. 3000 Euro könnt ihr gewinnen. Ihr müsst eine Runde weiterkommen, aber das klappt nur, wenn er sich umdreht. Also viel Erfolg. Hi, das ist Ossi, das ist Bubu, ich bin Elias und wir sind Elias Love und spielen heute Didi von Cheb Khaled. Khaled? Didi von Khaled. Also eigentlich heißt er Rabah. Hat er von ihm genommen. Okay. Aber انا بحالي بليليا من غيري كبيره بلا بك عليك لسه انا وانا بسايين دي 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 Glückwunsch! Ihr seid eine Runde weiter. Nee, ihr seid nicht weiter. Es sei denn, ihr wechselt das Outfit vielleicht? Nee? Den Song? Vielleicht solltet ihr versuchen, es auf einer anderen Sprache zu machen. Nicht auf Arabisch, sondern auf Deutsch. Ich habe euch jetzt ein Taxi besorgt, geht ins Studio und arbeite an den Song, okay? Studio? Ja, mein Studio? Ja, meine Wohnung. Das nennst du Taxi, Alter? Ey, Digga. Ey, Leute, entspannt euch, Mann. Komm ins Studio, auf geht's. Ins Studio, Bergmannstraße 107. Salam alaikum, sehr gerne. Alaikum salam, Habibi. Bubu? Das ist ein bisschen eng. Darf ich Sie bitten, kurz auszusteigen? Ich? Ja. Ja, du. Das kann auch nur 3 Minuten dauern. Alter, du hast die Rikscha kaputt gemacht. Und wie war es heute mit Alicia? Hast du ihr ein Lied gesungen? Nein. Hast du ihr wenigstens Blumen mitgebracht? Auch nicht. Alias, du weißt ganz genau, was das hier bedeutet, oder? Ja, Mann. Deine Mutter hat deinen Vater verlassen, weil sie nach 30 Jahren glücklicher Ehe keine Blumen von ihm bekommen hat. Didi, was heißt das eigentlich, ey? Didi, weiß ich nicht, kann Name sein oder kann auch mein Schatz heißen. Ich hab gehört, das soll Nimsi heißen. Nimsi? Du bist doch der Araber! Warum verstehst du sowas nicht, ey? Bubu, weißt du, wie viele Dialekte es gibt? Khaled hat über 3 Millionen Platten verkauft. In indische Länder, in französische Länder. Trotzdem haben die Menschen diesen Song geliebt, obwohl keiner versteht. Deshalb war der so erfolgreich. Meinen Sie das Lied Didi? Didi! Didi! Genau, den meinen wir. Woher kennst du den? Das ist das traurigste Lied, das ich kenne. Hä? Wieso? Das erinnert mich an meine Zeit als Flüchtlingskind in Deutschland. Wie, du bist geflüchtet? Woher denn? Aus Afghanistan. Durch Indien und Russland. Ey, Alter, du solltest echt mal so ein Buch über dein Leben schreiben. Wenn Fische reden könnten. Alter, Bubu, überleg mal, ne? Der Song Didi, der heißt für jeden Menschen irgendwas anderes. Wahnsinn. Ja, natürlich. Gerade die Offenheit macht den Text stark. Durch die Offenheit kann die Seele atmen. Die
Seele kann atmen. Krass, Moment. Du willst mir sagen, dass durch diesen Interpretationsspielraum in dem Song dieser Song so erfolgreich ist? Ja, klar. Meine Heimatstadt Kabul bestand einst aus 100 Gärten. Jeder Garten anders, andersartig schön, mit eigenen Farben, Atmosphären. Keiner glich dem anderen. Aber dann wollte ein Herrscher aus allen diesen Gärten nur einen Garten machen. Und so zerstörte er alle Gärten. Jetzt bin ich hier auf der Suche nach meinem neuen Garten, nach meinem neuen Didi. Hey, was ist das denn für ein geiler Hut unter dem Sitz? Ach, das ist mein Glücksbringer. Sie können ihn haben, mein Freund. Danke. Kaum jemand versteht den eigentlichen Text von Didi. Und so war er einfach perfekt. Doch um Erfolg zu haben, müssen wir die Dinge manchmal neu interpretieren. Ich beschloss, der bekannteste Interpret dieses Songs zu werden. Doch zunächst einmal ging es so lange.